da einfach ein Bunker drunter ist. Das ist richtig krass. Damit würde man ja überhaupt nicht denken, dass hier mitten in einer Stadt in Hessen ein Bunker unter einem Gully ist. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Random Life und ich befinde mich gerade in der Unterwelt, um genauer zu sein, unter einem Parkplatz. Das hier ist ein Gullideckel und ich befinde mich tatsächlich gerade hier inmitten einer Großstadt, aber tatsächlich unterirdisch. Und wir sehen uns heute ein sogenanntes Behelfskrankenhaus an und lass mal gucken, was uns erwartet. So, das ist der Weg hier runter. Das war früher der Eingang bzw. Ausgang. So Schutzbauten haben eigentlich immer zwei Ausgänge gehabt. Das ist die alte Tür. Hier sehen wir eine weitere Tür. Ich denke, sie war sogar gasschutzdicht, jedoch hat sie nicht wirklich Schutz geboten. Sie war eher nämlich sehr dünn. So, wir befinden uns hier im Eingangsbereich. Rauchen ist natürlich verboten. Und auch hier wieder eine Schutztür, ich denke auch eine Gasschutztür, sodass das sicherlich hier die Gasschleuse war. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Spricht aber sehr viel dafür, weil wir hier auch entsprechend die Belüftung sehen. Und hier, das ist nochmal der Blick zurück Richtung Straße. So, wir gehen weiter in das Bauwerk rein und sind hier im Korridor. Von hier aus gehen einige Räume ab. Wir starten hier einmal mit den Toiletten. Die Toiletten haben leider ihre besten Zeiten hinter sich. Das Holz ist natürlich schon vermodert. Die Toiletten sind allerdings noch ganz, was mich persönlich sehr freut. Hier haben wir eine technische Einrichtung. Ich denke auch zur Belüftung. Lichtschalter ist auch noch da, allerdings ohne den Schalter. Und der Schimmel, der weiße Schimmel ist auch schon da. Also von daher müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu lange hier drin sind. So, das hier ist der OP-Bereich oder einer der OP-Bereiche. Und hier wurden sicherlich viele Menschen operiert, aber auch gelagert. Das Waschbecken können wir noch erkennen. Das ist noch vollständig vorhanden. Auch die Zuleitung für das Wasser ist noch zu sehen. So, was haben wir hier? Ja, hier wird auch eine Toilette gewesen sein. Alles mit Fliesen ausgelegt bzw. ausgefliest. Ein weiterer OP-Bereich. Das sieht man häufig bei Operationssälen. Das waren die Schränke, wo dann entsprechend die Utensilien für das OP drin waren. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Auf jeden Fall viel Müll. Ich denke mal, hier konnten sich die Ärzte, Ärztinnen vorbereiten und auch auf Toilette gehen. Ja, genau. Also genauso wie auf der anderen Seite. So, also wie gesagt, Medizinschränke. Heizung gab es auch. Und hier der dritte OP-Bereich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur eine Operation, die stattgefunden hat, sondern mehrere parallel. Hier oben haben wir ein Licht und hier oben haben wir auch ein Licht. Ob die von der damaligen Zeit sind oder nachträglich angebracht wurden, das kann ich heute nicht mehr recherchieren. So, Türzagen, auch komplett vergammelt. Und nochmal der Blick von der anderen Seite in den Korridor. Hier steht Ruhe bewahren, das kann man vielleicht noch erkennen. Ja, man hat drei OP-Bereiche und von diesen OP-Bereichen gehen jeweils einige Räume ab. Wir gehen mal in diesen Raum rein und hier sind noch alte Bänke vorhanden. Das Holz ist auch sicherlich schon ziemlich stark vermodert. Und das Schöne ist, wir haben hier noch Inschriften und hier oben auch zum Wartebereich. Das bedeutet, hier haben die Menschen gewartet auf die OP oder ja, auf die Genesenen, schwierig zu sagen. Das scheinen hier Duschen gewesen zu sein. Und da steht Ankleideraum. Vielleicht war es auch der Ankleideraum und das
in der Mitte war der Warteraum, da wo ich gesagt habe, das ist der Korridor. Das ist auch sehr wahrscheinlich. So, wir gehen weiter in das Bauwerk hinein und finden hier auch wieder einen Raum vor und auch wieder eine Schrift. Ich zeige euch die mal. Die Brausen. Okay, dann ist es relativ eindeutig. Das ist der Raum mit den Brausen hier. Ja, wir sehen es auch. Das ist der Ankleideraum und da der Korridor, den ich anfangs gesagt hatte, ist der Warteraum. Hier gehen zwei Türen ab. Wir schauen mal hier in die linke. Hier finden wir eine Toilette für die Patienten. Wahrscheinlich eine Abstellkammer hier. Wir gehen rückwärts raus. Und wir finden hier den Vorraum. Man kann es sehen, lesen. Auch hier wieder Ruhe bewahren und der Maschinenraum. Wir gehen jetzt in den Maschinenraum hinein. In der Regel sind die immer doppelt ausgestattet worden. So, wir sehen hier den Hausanschluss. Hier haben wir einen Motor, würde ich sagen. Vielleicht auch eine Brunnenpumpe, elektrische Schalter und natürlich die Belüftung. Die kann man ziemlich gut erkennen, aber in einem Zustand, mal schauen, wie lange die noch hält. So. Hier war ein Notausgang, denke ich mal. Nee, das ist der Heizofen. Oh. So, hier war das Frischwasser bzw. das Wasser und hier war der Ofen, damit hier auch geheizt werden konnte. Okay, das war also der Maschinenraum. Und hier haben wir nochmal weitere Lüfter. Ich hatte ja gesagt, in der Regel war es so, Maschinenraum, dass das immer doppelt ausgelegt war. Ja, auch hier komplette Verrostung. Hier geht es auch zu einem weiteren Notausgang. Man sieht oben noch die Beleuchtung. Und hier oben haben wir, ich versuche es mal, zum Vorraum. Also, ja, und dann haben wir noch zwei weitere Räume, nämlich zum Warteraum. Das hier ist ein Warteraum. Ich zeige euch den mal. Hier sind noch alte Kästen, vielleicht für Munition. Das war also auch ein Warteraum hier. Und hier haben wir den Auskleideraum. Also hier haben sich die Personen ausgekleidet. Und haben dann entsprechend sich hier duschen können. Nämlich bei den Brausen. Hier steht es auch dran. Ist ja wunderschön, dass man das so rekonstruieren kann. Hier sind die Brausen und das hier ist dann der Ankleideraum. Also alles doppelt ausgelegt, damit man schnell entsprechend auch die Verwundeten versorgen konnte. Ja, bei Brandbomben bzw. Sprengbrandbomben gab es natürlich eine Menge Verbrennungen und die mussten dann entsprechend dann hier in solchen Behelfskrankenhäusern behandelt werden, weil die normalen Krankenhäuser natürlich bombardiert wurden. So Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war ein sogenanntes Behelfskrankenhaus und der Einstieg ist ganz besonders, weil wir hier durch einen Gullideckel reingegangen sind. Und ja, der Zustand habt ihr selber gesehen. Interessantes Bauwerk auf jeden Fall, weil das kommt nicht so häufig vor, dass man so ein Objekt noch sieht. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Spaß an meinem Content habt, lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke rot und folgt mir vielleicht auch auf Instagram und TikTok. Vielen Dank und bye bye. Das ist zu schwer. Nee, ich glaube, die Arme oben, Leute. Jetzt aber. Die müssen gleichzeitig an. So, da sind wir. Und hier müssen wir heute rein. Unglaublich, schaut euch mal an. Man kann jetzt schon erahnen, wie tief und groß das ist. Ja, durch dieses kleine Loch musste ich rein. Und hier unten steht zum Glück ein Fahrrad. Ich hoffe nicht, dass es jemand vermisst. Und ja, ich war schon sehr überrascht, als ich dann die Länge des Bunkers gesehen habe. Unfassbar. Man muss natürlich aufpassen, wo man hintritt.
Alte Bunkertür, Belüftung, alles noch vorhanden. Ja, und ich würde sagen, gehen wir mal zusammen rein. Ich habe erst Sorge gehabt, dass meine Watthose nicht ausreicht, weil ich bin hier wirklich schon sehr, sehr tief, wie man sieht. Aber die ausgereicht. Und schaut euch mal das Riesending an. Unvorstellbar. A1, das war wahrscheinlich bezogen auf den Abschnitt. Hier an beiden Seiten. Und jetzt wird es hier gerade noch tiefer. Und es ist schon richtig kalt. Richtig kalt. Oh, guckt euch da mal an, wie riesig das ist. Hier waren wahrscheinlich die Filteranlagen drin. Das kann man nicht ganz so gut erkennen, aber ich denke, ob hier produziert wurde, das kann ich euch gar nicht beantworten. Das war eher so ein Zufallsfund. Ich denke, das waren hier die Toiletten. Wir blicken nochmal zurück. Schaut euch das Wasser mal an. Wunderschön. Jetzt gehen wir in B. Hier können wir noch die Belüftung sehen. Und dass es sich hier um einen Luftschutzstollen handelt, das kann man hier ziemlich gut erkennen. Hier sieht man nämlich die ehemaligen Bänke. So, hier wird das Wasser wieder ein bisschen flacher. Wir haben hier der C. Wir sind dann mittlerweile in dem Abschnitt C drin. So, die elektronischen Teile sind noch zu sehen. Wir sehen hier die Lampen, eine Abzweigdose. Hier werden wieder die Toiletten gewesen sein. Ja, jetzt sind wir im Abschnitt D. Also der Bunker ist in einem wirklich tadellosen Zustand. Hier kommt jetzt eine Linkskurve. Auch hier wieder die Toiletten. Oh, ich würde sagen, das Wasser hat so vielleicht 7 Grad. Also schon ordentlich kalt. Oh mein Gott, wie lange ist denn dieser Gang noch? Krass. Boah, das Wasser hört sich schon an, als ob da jemand ist, wenn das Wasser gegen die Wände platscht. So, wir kommen von dem befestigten Teil in einen unbefestigten Abschnitt. Hier können wir die Beleuchtung an Seilen bzw. an einer Aufhängung erkennen. Hier sieht man sogar noch die Mechanik, jetzt ist mir Wasser ins Auge getropft, wie man die Belüftung auf und zu machen kann. Der alte Beschlag ist hier noch zu sehen. Und hier hängt das Kabel runter. Hier ist eine Unterteilung, auch hier wieder Toiletten. Hier kann man den Beschlag noch sehr gut erkennen, Teile von der Tür sogar noch, inklusive der Bemalung. Und hier ist eine Bank mitten im Weg. Es hört sich hier wirklich an, als ob jemand hier ist. Unvorstellbar. Es geht hier sogar noch weiter. Krass. Ein Riesensystem. Ein Riesensystem. Mein Gott. Auch hier wieder die Toiletten. Nackte Gestein.
Und hier haben wir einen Raum. Ja, das sieht aus wie bei dem anderen Raum. Solche Luftschutzanlagen waren ja häufig so aufgebaut, dass man quasi alles redundant hatte. Und auch zwei Ausgänge bzw. Eingänge, falls einer verschüttet wurde. So, hier ist definitiv Rauchen verboten, steht hier. Hier kann man auch noch die alten Bänke sehen. Und es fühlt sich so an, als ob ich hier nicht alleine bin. Unvorstellbar. No mercy. Krass. Krass, wie viel hier noch vorhanden ist. So, das scheint mir hier der Ausgang zu sein. Genau. Eine Bahnbaracke. Oh. Ja, Leute, schön. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Also, krasses Teil, hätte ich nicht gedacht, als ich hier vorstand. Also 5 Unterteilungen und mehrere Luftschutztüren. Wir sehen hier auch eine. Die hat sicherlich, gasdicht war sie sicherlich, aber ob sie jetzt wirklich auch Beschuss etc. ausgehalten hat, das glaube ich nicht. Also, auch hier nochmal die Elektronik. Also wirklich wunderbares, wunderschönes Teil. Ein bisschen kalt ist es. Ich bin ja hier mit einer Watthose drin. Und ja, wir gehen jetzt nochmal zusammen raus. Ich nehme euch quasi nochmal mit. Gucken wir uns den Bunker nochmal von der anderen Seite an. Luftschutzanlage ist das ja. Das ist kein Bunker. Interessanterweise habe ich ja auch noch nie Fotos oder Videos von diesem Bunker gesehen. Also ist eher ein Geheimtipp, würde ich sagen. Oh, schon groß. Und hier geht es dann wieder ins Wasser. Möchte man sich gar nicht vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, wenn oben die Bomben fallen und man wartet hier drin, bis alles vorbei ist. Der Berg über uns, der hat sicherlich ordentlich Schutz geboten, aber die Bunkertüren, also wenn da vorne eine Bombe explodiert, ich glaube, die hätten nicht standgehalten. So, A1, wir sind also gleich wieder am Ausgang. Und hier wird es auch richtig tief. Also es sind wirklich nur so dünne Gasschleusen für Spinne. Und hier war nochmal so Sicherungstechnik. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Für mich war es auf jeden Fall spannend, hat auch ordentlich Laune gemacht. Größer als ich dachte. Und wenn euch solcher Content gefällt, dann macht gerne das Plus weg. Schaltet die Glocke an, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bleibt gesund. Tschüss, euer Random Life. So, da sind wir rein. Dann schauen wir uns mal das Bauwerk gemeinsam an. Bunkertür. Die ist auf jeden Fall stabiler als das, was wir bei der letzten Besichtigung gesehen haben. Ja, das ist hier die Gasdrucktür. Wir sind hier gerade in der Schleuse. Man sieht hier auch das Überdruckventil.
Boah, krass. Wir gehen jetzt mal rein. Und man sieht hier wunderschöne Wandbemalung. Seht ihr das? Unfassbar schön. Selbst die Kanten wurden hier entsprechend angemalt. Und wir sind hier im Lüfterraum. Hier haben wir die Wasserzuleitung vom Bunker. Ach, guck mal, steht sogar noch drauf. Absperren vom Stadtnetz. Wunderbar. Das ist die Handkurbel. Oder die Aufnahme für die Handkurbel. Hier sind sogar noch die Handkurbeln. Schaut euch das mal an. Da sind sogar noch die Handkurbeln. Und das ist der Lüfter. Und hier sehen wir noch, ich mache mal die Taschenlampe aus, sollte reichen, die Schalltafel, Eingang 1, Licht-Dieselraum und die Schalter sind sogar noch da. Allgemeine Beleuchtung, Lichtheizung, Eingang 2, Lichtmaschinenraum und das wird sicherlich der Hauptschalter gewesen sein. Und hier Zellen links und Zellen rechts, die Sicherungshauptschalter, der Kochstrom und ja. Hier ist wahrscheinlich die Zuleitung für Strom, genau, hier kommt sie an und hier ist entsprechend die Unterverteilung. Ja, absolut krass, Zellenkochstrom. Mal gucken, was wir hier noch haben. Kampfgasmaschine. Leute, Kampfgasmaschine, was könnte das sein? Wovon könnte eine Kampfgasmaschine sein? Lüftungsmaschine ist klar, Wasserversorgung ist auch klar, aber habt ihr eine Ahnung, was eine Kampfgasmaschine ist? Das würde mich echt interessieren. So, was haben wir hier? Ja, die obligatorischen Schuhe. Ein Safe. Ja, krass. Gehen wir mal zurück. Boah, guckt euch mal an, wie lang dieser Gang ist. Ja, der Raum vom Bunkerverwalter. Hier ist sogar noch die Lampe da. Krass. Und auch hier wurde auf eine schöne Wanddekoration auf jeden Fall Wert gelegt. Garderobe ist auch noch vorhanden. So. Wir verlassen den Raum des Bunkerverwalters und gehen jetzt hier zum Maschinenraum. Auch mit einer Bunkertour. Viel ist hier nicht mehr drin. Ein paar Lüftungsrohre. Hier wahrscheinlich der Generator drin. Die Lampe ist noch da. Hier oben haben wir noch gar nicht geschaut. Wer weiß, wofür das ist? Wahrscheinlich für die Belüftung. Noch ein bisschen Werkzeug. Und hier hatte man noch einen Seeschlitz. Und hier gehen wir jetzt. Wollte sich vielleicht aufhängen. Ja, der hat auf jeden Fall viele Freunde. Scheint so. So, was haben wir hier? Trockenraum. Ja, hier gehen dann wahrscheinlich die Wäscheteile von den Menschen. Und hier oben war dann entsprechend noch die Entlüftung. Sonst wäre das natürlich sehr klamm geworden alles. Schaut euch mal diesen Riesengang an. Wir gucken uns natürlich jeden einzelnen Raum an, weil jeder Raum hat eine Besonderheit. Wir sehen das hier, eine wunderschöne Tapete. Hier oben eine Bordüre. Selbst hier oben an der Decke hat man sich die Mühe gemacht. Unvorstellbar, welche Arbeit hier in diese Bunkerräume gesteckt wurde. Das bedeutet, die Leute haben hier auf jeden Fall länger gewohnt. So, was haben wir hier? Abgekratzt. Oh, der hatte nur die blaue Farbe. Man sieht es durch das Licht nicht ganz so gut. Das ist grün und es ist blau. Es vermischt sich so ein bisschen. Gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Ufu. Ich kann es nicht aussprechen. Auch hier wieder eine wunderschöne Tapete. Sehr trocken der Bunker übrigens, kaum Schimmel. Ja, wer nicht fuschen kann, kann ja auch nicht arbeiten. Hier wurde gestückelt.
Ja, das kriege ich auf jeden Fall zu Hause besser hin. So, einfach mal über die Kabel drüber tapeziert. So muss das sein. So, Vanillin Boldarus. Ja, vielleicht waren das Obdachlose oder vielleicht war das auch ein Bunker für Asylbewerber. Das könnte natürlich sein aufgrund der Namen. Auch hier wieder die Belüftung. Oh, was haben wir denn hier? Relikte. Au, oh, ein Kamm. Mehrere Glasflaschen. Nicht schlecht. Ja, der ist ähnlich des anderen Raums. Auch hier ist der Name nicht mehr zu lesen. Aber auch hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben, den Raum entsprechend zu gestalten. Hier geht die Tapete schon ein bisschen ab. Und auch hier wieder. Hier hat man die Tapete dran gestückelt, die man da nicht mehr hatte. Was haben wir hier? Okay, hier ist der schwarze Schimmel. Hier in dem Raum sollten wir uns nicht lange aufhalten. Da oben ist alles voller schwarzer Schimmel. Aber wunderschön. Wunderschön. Was haben wir hier? Oh, das ist der Rosenraum. Schaut euch mal an, wie schön der Raum ist. Wunderschön. Ja, mit dem. Hier haben wir einen gelben Raum. Trotz der einfachen Wandgestaltung trotzdem eben noch abgesetzt oben. Und hier, Leute, Aufenthaltsraum. Krass. Ja, hier konnte man sich waschen und hier hatte man eine Elektrizität und hier eine Ablagemöglichkeit und hier das gleiche nochmal und überall die schöne Wandverschriftung. Und hier haben wir überall die Möglichkeit, die Lüftung auf- oder zuzudrehen. Aber jetzt ist, hier kommt das Highlight, Leute. Hier kommt das absolute Highlight. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wer weiß, vielleicht war das das Kinderzimmer. Oder Zellophan oder wie das Zeug heißt. Auf jeden Fall glitzert das. Da haben die Leute sich richtig Mühe gegeben. Da oben ist der Sternenhimmel, Bäume, eine Kirche. Selbst die Tiere haben sie hier gemacht. Da ist das Haus. Wunderschön. So, ich gebe euch nochmal einen Gesamtblick drauf. Unglaublich. Unglaublich. Ich hoffe, das bleibt für immer erhalten, dieser Raum. So, Frauen. Hier haben wir auch noch einen Raum. Blau. Oh, eine Zeitung. Ah, nur ein 28. Januar 53, Leute. 53, das spricht also alles auf eine Nachkriegsnutzung hin. Wahrscheinlich für ein Obdachlosenheim oder Asylbewerberheim. Frauen. Frauenaborte. Eine Toilette. Mit Spülkasten natürlich. Auch wieder ein Spülkasten. Alles noch intakt. Perfekter Zustand. Ja,
häufig hat man ja da oben drin was versteckt. Deswegen gibt es ja auch schon Fußspuren oben drauf. Und auch hier Handwaschbecken. Alles noch da. Alles noch da, Leute. Oh, hier ist Wasser drin, aber auch sonst nichts. Dann können wir hier rausgehen. Hier war wahrscheinlich Notausgang oder Ausgang. Denn hier ist nämlich der Ausgang. Hier steht das Wasser schon sehr hoch. Und hier ist dann die Toilette für die Männer. Männerabworte. Mit Pinkelringer. Hier kommen die Fliesen langsam runter. Wasserbehälter. Hier konnten sich mehrere Herren gleichzeitig die Hände waschen. Hier war auf jeden Fall vor kurzem jemand pinkeln. So, also das sind alle Räume. Ich finde ein mega krasses Bauwerk. Ich habe vorne noch eine Sache gesehen, die müssen wir uns noch anschauen. Weil so ein Bauwerk muss natürlich auch beheizt werden. Und mal schauen, ob es hier eine Heizung gibt, Kamin. Ich bin mal gespannt. Vorbei hier links am Maschinenraum. Und hier, genau, hier geht es noch weiter. Oh, eine Trage. Hier liegt noch eine alte Trage rum. Und hier ist das gute Stück. Hier ist der Kamin bzw. Ofen. Ja, hi Leute, ich hoffe, euch hat der Bunker gefallen. Ich weiß, hier gibt es noch mindestens einen zweiten, vielleicht sogar noch einen dritten Bunker. Einen davon werden wir jetzt versuchen, uns rauszusuchen. Wenn wir erfolgreich sind, werde ich euch hier oben gleich mal den Bunker im nächsten Video verlinken. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir bitte. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Random Life.